Du kannst Just Find über die Webseiten der UB Gießen aufrufen oder du nutzt direkt die Just Find Portalseite bei Jebis. Nehmen wir einmal an, du interessierst dich für Bücher zum Thema ChatGPT. Gib den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Es werden dir auch Suchvorschläge gemacht. Ansonsten klicke zum Suchen auf das Lupensymbol. Durch einen Klick auf alle Felder erhältst du die Möglichkeit, gezielt nach Titeln, Verfassern oder Schlagworten zu suchen. Die Suche über alle Felder sucht in allen bibliografischen Daten nach deinem eingegebenen Stichwort. Über 130 Treffer werden angezeigt. Mit den Filtereinstellungen auf der linken Seite kannst du die Treffermenge reduzieren. Du kannst zum Beispiel nur nach gedruckten Büchern suchen oder nach dem Bestand in einer Bibliothek. Oder du gibst ein genaues Erscheinungsdatum in die Felder unten ein. Lass es uns probieren. Wir beschränken also die Suche auf gedruckte Bücher und das Erscheinungsjahr 2023. Die Treffermenge ist jetzt drastisch reduziert. An den grünen, gelben und roten Hinweisen erkennst du, ob ein Buch ausleihbar, mit einer Ausleihbeschränkung versehen oder vielleicht schon ausgeliehen ist. Schauen wir uns das Buch ChatGPT und andere Quatschmaschinen näher an. Wenn du auf den Titel klickst, kommst du zur Detailanzeige. Hier siehst du jetzt die vollständigen bibliografischen Angaben zum Buch. Wenn du runterscrollst, siehst du die Bibliothek, in der das Buch steht. Hier steht auch die Signatur, der Verweis auf die Systematik. Diese ist wichtig, wenn du das Buch direkt am Regal suchst. Du kannst dir die Signatur schon einmal notieren. Wenn du den genauen Standort im Regal wissen willst, klicke auf Standort in der Bibliothek anzeigen. Der Regalbereich mit dem Standort des Buches ist rot markiert. Kehren wir noch einmal in die Detailanzeige zurück. Warte, hier steht ausgeliehen. Die Mühe, ans Regal zu gehen, kannst du dir in diesem Fall sparen. Es wird auch das Leihfristende angezeigt. So lange ist das Buch noch ausgeliehen. Wenn du das Buch nicht sofort brauchst, ist die Option Vormerken eine gute Wahl. Klicke dazu einfach auf den Link Vormerken. Auf der rechten Seite des Bildschirms kannst du jetzt deine Leseausweis- oder Chipkartennummer und dein Passwort für dein Ausleihkonto eingeben. Du kannst jetzt das Buch vormerken. Wenn das Buch zu uns zurückkommt, wirst du per E-Mail benachrichtigt und hast eine Woche Zeit, das Buch an der Ausleihtheke oder im Vormerkregal abzuholen. Okay, das gedruckte Buch dauert also noch etwas, bis es zu dir kommt. Wie wäre es stattdessen mit dem E-Book? E-Books stehen dir oft frei und mit sofortigem Zugriff zur Verfügung. Am besten authentifizierst du dich zunächst für den Volltextzugriff. Gib dazu deine HRZ-Kennung und dein Netzpasswort in das Formular ein und klicke auf Login. Danach kannst du bei einem E-Book auf den Link zum Volltext klicken und wirst dann auf die Seite mit dem E-Book weitergeleitet. Wenn du mehr über E-Books wissen willst und wie du auf sie zugreifen kannst, schau dir unser YouTube-Tutorial zum Thema E-Books an. Betrachten wir nun den Bereich Ausleihkonto Merkliste. Eine Stolperfalle vorab. Die gleichzeitige Anmeldung zum Volltextzugriff und Ausleihkonto sind aus technischen Gründen leider nur innerhalb des Netzwerks der JLU möglich. Von zu Hause aus kannst du daher entweder die Funktion Ausleihkonto Merkliste oder den Volltextzugriff nutzen. Wenn du in deinem Ausleihkonto angemeldet bist, kannst du den Treffer auch zu deiner Merkliste hinzufügen. Diese kannst du später auch in ein Literaturverwaltungsprogramm exportieren. Wie das funktioniert, erfährst du in einer genauen Anleitung auf unserer Webseite. Apropos Ausleihkonto, hier kannst du deine ausgeliehenen Bücher auch verlängern. Genaueres dazu erfährst du in einem weiteren YouTube-Tutorial. Just Find bietet außer der Suche nach Büchern und E-Books aber noch mehr Suchoptionen. Beispielsweise kannst du auch direkt nach Artikeln aus Fachzeitschriften suchen. Gehe dazu wieder zurück in die Suche und wähle den zweiten Tab Artikel und mehr aus. Wenn du jetzt in das Suchfeld wieder das Stichwort ChatGPT eingibst, erhältst du Treffer, die auf Artikel aus Fachzeitschriften verweisen. Das siehst du an den entsprechenden Symbolen. Wenn du Volltexte von Artikeln suchst, wähle den Filter Volltext verfügbar. Suchst du gezielt nach Newsartikeln, wähle den entsprechenden Filter auf der linken Seite aus. Bei den Artikeln gibt es eine Besonderheit. Sie sind manchmal nicht Teil unseres Bestandes, sondern sollen lediglich darauf hinweisen, in welcher Zeitschrift der gesuchte Artikel erschienen ist. Ob und wie wir Zugang zur Fachzeitschrift haben, erfährst du, wenn du auf den Titel des Artikels klickst und die Detailansicht anschaust.
Du siehst zunächst, in welcher Quelle der Artikel erschienen ist. Auf der rechten Seite unter Links steht PDF-Volltext. Klicke darauf, um direkt zum Volltext zu gelangen. Du wirst jetzt zum Datenbankanbieter weitergeleitet und das PDF öffnet sich in deinem Browser. Wir wechseln nun wieder zu Just Find und schauen uns hier die erweiterte Suche näher an. In der erweiterten Suche hast du noch mehr Möglichkeiten zur Auswahl, deine Suche zu optimieren. Du kannst deine Suchbegriffe kombinieren oder nach der Signatur suchen, die du denotiert hast. Im Bereich Einschränken auf bekommst du noch mehr Optionen zur Verbesserung deiner Suchergebnisse. Wenn du alle deine bisherigen Suchanfragen noch einmal nachvollziehen willst, klicke unterhalb der Suchleiste auf den Button Suchverlauf. Du kannst nun alle Suchen erneut starten oder dir deine Suchergebnisse in deinem Auslay-Konto speichern. Falls du mehr über die richtige Kombination von Suchbegriffen erfahren möchtest, schau dir unser Video 5C Suchtechniken Begriffe kombinieren an. Du siehst, Just Find bietet dir umfassende Suchmöglichkeiten, ein Auslay-Konto mit Merkliste, den Export deiner Treffer in Literaturverwaltungsprogramme und viele Optimierungsmöglichkeiten für deine Recherchen an. Probiere es einfach aus und frage uns, wenn du Hilfe brauchst.